Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. Februar 2019 nach indischen Astrologie und dazu kommt noch die Maya-Kalender. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und diese Bewegung nennt man Präzession und das ist eine sehr präzise Berechnung und diese Berechnung übereinstimmt so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber das ist eine andere Berechnung und aus diesem Grund nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, bewegen, anderes ist als in westlichen Horoskopen. Ganesha unterstützt uns bei Neuanfang. So wie Hermann Hesse auch sagte, an jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Und dieser Zauber, damit beginnt auch der Tag. Außerdem, Ganesha hütet die Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Suraya ist in indischer Mythologie die Sonne. Ich setze Suraya in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Monatsthema ist Thema Wassermann. Erstens die Luftelement, die Leichtigkeit von vieles befreien, was uns bedrückt. Und die Luftelement vermittelt Worten, also es ist wichtig, miteinander kommunizieren. Und die Tierkreiszeichen Wassermann vermittelt uns einen Weitblick und bringt uns zu neuen Ideen. Das ist die Ideenreichtum, was gerade die Monatsthema ist. Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Waage. Ein Name des Mondes ist Soma. Es gibt verschiedene Namen. Einer davon ist Soma. Soma oder der Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Waage, ist auch Luftelement. Und das bedeutet, dass Sonne und Mond, beide Lichter, vertreten die Luftelement, die Ideen, die Kommunikation, aber auch die Leichtigkeit, das Spielerische. Und weil beide die Luftelement vertreten, entsteht eine gewisse Harmonie und auch Aktivität. Luftelement ist aktiv. Wir können etwas mit Leichtigkeit in Bewegung setzen. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und dieser Feuergott steht in Verbindung zum Mars. Mars ist im Widder, gibt die Kraft, sich zu behaupten, sich durchsetzen und vor allem Mars herrscht auch über die Widder. Und natürlich ist das eine sehr starke Mars-Energie. Agni, der Feuergott, hier im Widder. Diese Mars-Energie bedeutet auch die männlichen Personen. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und morgen wird Merkur ganz nah bei die Sonne sein
und das beschleunigt die Geschwindigkeit, weil eine von den keplerischen Gesetzen besagt, je näher ein Planet zum Sonne befindet, umso schneller bewegt sich. Und so kommt das bis morgen. Merkur ist ganz nah morgen zum Sonne und bewegt sich schneller. Das heißt, die Bedürfnis nach Klarheit oder etwas zum Klären und die Kommunikation nimmt zu. Oder geht alles schneller voran? Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur. Ich erwähne immer wieder, dass dieser Buddha wird mit 1D geschrieben und mit 2D heißt schon Erleuchtung, aber ich habe keine Karte für Merkur, für Buddha, deswegen nehme ich diese Erleuchtende als Symbol für Merkur. Merkur ist in Wassermann. Natürlich zeigt auch Ideen, das ist die Ideenreichtum der Wassermann und natürlich auch diese Leichtigkeit, wobei es ist immer noch zum eine Spannung zwischen Merkur und Jupiter. Und das ist auch die Ungerechtigkeit oder in einer rechtlichen Lage ist eine Spannung da. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Indra ist im Skorpion. Natürlich im Wasserelement handelt sich auch um Gefühle und eine Spannung. Jupiter, Merkur ist immer noch in Spannung. Venus ist im Schütze. Lakshmi steht in Verbindung zum Venus. Hier ist auch beschriftet Schönheit. Ja, das ist die Venus-Energie. Mars, das Männliche, und Venus, das Weibliche. Beide ist im Feuerelement, beide ist aktiv. Bei beiden ist die Begeisterung und Leidenschaft spürbar, auch wenn sie keine direkte Verbindung haben, aber sie sind in der gleichen Wellenlänge. Und das wirkt natürlich an Liebesleben aus. Saturn belehrt uns. Saturn ist der große Lehrmeister. Manchmal schränkt uns auch ein, aber da haben wir eine Lernaufgabe. Skanda steht in Verbindung zum Saturn. Skanda oder Saturn ist auch im Schütze. Die Lernaufgabe ist das, was die Schütze uns zeigt. Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch sind dort unsere Wünsche beschrieben. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und wir werfen jetzt einen Blick auf die 4 Grundelemente. Mars, Venus, Saturn ist im Feuerelement, das ist auch aktiv. Feuer und Flamme zu sein von etwas, das ist die Liebesenergie Mars, Venus, und Saturn belehrt uns, gibt es auch schicksalhafte Begegnungen, karmischen Verbindungen, das ist alles Saturn-Energie. Und Saturn zeigt auch die Wünsche, die Herzenswünsche auch zum Leben. Jupiter ist im Wasserelement und das symbolisiert unseren Gefühlen. Jupiter vergrößert das, dass wir intensiver unseren Gefühlen leben auch. Und Sonne, Mond, Merkur ist im Luftelement. Das ist natürlich das Bewusste, das Unbewusste, die Kommunikation, bedeutet auch Vater, Mutter, Kind. Also auch familiäre Strukturen und mit Luftelement die Kommunikation und das Spielerische, die Leichtigkeit. Und es fehlt die Erde-Element. Hier im Erde-Element fließt gerade keine kosmische Energie. Wir brauchen aber die Erde-Element als Ausgleich. Das ist natürlich die Finanzen, die Materie, aber auch die Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen
und die Natur, unserem Planet Erde. Und jetzt in die Natur rausgehen oder um die Finanzen kümmern oder unsere Stabilität kümmern, gibt uns die Ausgleich, das innere Gleichgewicht. Dann haben wir noch die äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto. Uranus ist im Widder, sorgt für Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Neptun ist der Planet der Träume und Visionen, die Inspiration. Und Pluto zeigt, wie wir in unserer inneren Kraft bleiben und sorgt für diese Erneuerungsprozesse. Loslassen, uns zum Erneuern und im inneren Kraft bleiben und von allem verabschieden, der oder was diese Kraft, diese Energie stört. Und so haben wir Macht über unseren Gedanken, Macht über unseren Gefühlen, Macht um unserem Leben. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und dieses Mondhaus, wo sich die Mondhäute sich bewegt, heißt Swati. Kommt von Sanskrit. Swa bedeutet selbst, Ati bedeutet Seele. Mond saugt das alles auf und reflektiert die Energie auf uns weiter. Das sind die Tagesenergie und zeigt, wie wichtig das ist, um unserem Selbst zu kümmern, um unseren seelischen Zustand kümmern. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und in diesem Sternbild ist die Südpol, dient zum Orientierung. Also wir brauchen gerade auch Orientierung in unserem Leben. Und dieses Kreuz des Südens vermittelt Themen wie Religion, Gottverbundenheit und Spiritualität, das aktiviert natürlich alles, das spüren wir auch. Und die indischen Astrologen sahen in diesem Sternbild zwei Schwerten und die Schwert symbolisiert die Trennung, Trennung von Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Wenn wir die kosmischen Energie so betrachten, also die Familienstruktur, können wir mit Leichtigkeit alles ordnen. In die Liebe Partnerschaft kommt die Herzenswünsche und die Leidenschaft in Vorschein. Merkur und Jupiter sorgen für Spannung. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns selbst zurück. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Jupiter zeigt aber auch die Ungerechtigkeiten und das kann natürlich auch zum Spannung führen. Jupiter ist auch eine rechtliche Lage. Jetzt wäre ungünstig gerade ein Termin ausmachen bei Anwalt oder um rechtliche Lage kümmern. Die Spannung ist gerade zu hoch. Sonne steht mit Mars in einer guten Verbindung. Das ist die Kraft, uns zum Behaupten, etwas zum Klären. Mond steht mit Mars auch in guter Verbindung. Das heißt, die Männer nehmen ihren Gefühlen intensiver wahr. Venus steht mit Pluto in einer Konjunktion. Und das bedeutet, sie wirken gerade gemeinsam und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, an etwas vertrauen. Und was wir vertrauen können, und das trifft uns Frauen gerade, das sind unsere Wünsche. Unsere Wünsche, weil das ist die Konzentration und Pluto zeigt die Kraft der Konzentration. Konzentrieren auf unsere Wünsche. Und jetzt zum Maya-Kalender. Die Kalender, was wir benutzen, dieser Kalender heißt Gregorianischen Kalender. Das hat Papst Gregor eingeführt.
Dieser Kalender hat mit Natur, mit Naturkräften, mit wiederkehrenden Zyklen gar nichts zu tun. Aber es gibt Naturvölker, die haben anderen Kalendersystem. Das haben die Ägypter, die Chinesen, aber auch die Mayas. Sie haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse zum beobachtet. Und von dieser Beobachtung her entstand ihren Kalendersysteme. Es gibt verschiedene Kalender. Es gibt Mondkalender, Sonnenkalender, Bauernkalender, Kalender für Alltag, spirituellen Kalender. Aber irgendwie ist die Einklang da. Und die Mayas haben ein ganz komplexes System, Kalendersystem ausgearbeitet. Und es ist die eine der präzisesten Kalendersysteme überhaupt mit ihren Berechnungen. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, verbrannt, diese Schriften, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und dieses Wissen möchte ich auch, dass es erhalten bleibt. Im Maya-Kalender gibt es Wellen, man könnte sagen Tönen oder Frequenzen, eine feinstoffliche Energiefeld und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist vergleichbar mit unseren 7 Tagen Wochen. Wir befinden uns immer noch in der 6. Welle im Luftelement. Das kommt auch noch dazu, die Leichtigkeit, die Gedanken, die Kommunikation, all das, was die Luftelement vermittelt. Und diese 6. Welle dauert bis 26. Februar 2019. Diese Welle heißt der Tod. Ich schließe nicht aus, dass eine oder andere gerade erbschaftliche Situation hat oder Todesfall. Aber dieser Tod hat mit Todesfall direkt gar nichts zu tun. Damit ist etwas anderes gemeint. Kündigen zum Beispiel oder trennen von etwas. Dann loslassen, Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Und all das, was im Weg steht, das mal aufräumen. Das ist ähnlich wie Pluto-Energie. Alles, was Energie und Zeit und Kraft raubt, das müssen wir nicht mitschleppen, sondern davon verabschieden. Und in dieser Transformation befinden wir gerade uns. Das nennt man auch eine Brücke bis zur neuen Welt. Und hier werden wir alte Muster, Verhaltensmuster, Gedankenmuster zurücklassen. Wir befinden uns in einem Erneuerungsprozess. Wir werden viele Sachen abschließen. Und hier ist wichtig, was uns die Kraft gibt, das Gegenwart wahrnehmen und das innere Gleichgewicht bleiben. Wobei das würde ich jeden Tag praktizieren, nicht nur in diesen Wellen. Also diese Welle dauert bis 26. Februar. Die heutige Tagesenergie. Das heutige Tagesenergie ist Ki'ib, bedeutet übersetzt Eule. Die heutige Zahl ist die Zahl 11. Diese Zahl 11 ist bei Mayas ein Meisterzahl. Eine feinstoffliche Energie zeigt Spiritualität, zeigt auch einen gewissen Wandel. Also das ist ein Einfluss auf unseren heutigen Tag. Und Ki'ib, was eigentlich die Tagesenergie ist, diese kosmische Energie, was den Tag beherrscht, das bedeutet, übersetzt Eule, und die Bedeutung ist Erinnerungen. Etwas verzeihen, etwas verdauen. Die Ahnenweisheit kehrt zurück. Natürlich kann auch bedeuten, dass eine Person kehrt wieder zurück oder das sind die Erinnerungen. Auch zurückzukehren zu unseren Wurzeln, Traditionen, unserem Ahnen. Die einige Hindernis sein kann heute einen mangelnden Selbstvertrauen. Dann kommt die Mondenergie dazu.
Wir leben bis 6. März, so wie die Mayas beschrieben haben, in einem galaktischen Mond. Und das sind schon die kosmischen Energiefelder. Was wirkt dieser galaktische Mond? Wirkt bis 6. März 2019, aber täglich ändert sich die Energie, die Mondenergie, so wie die Mayas das beschrieben haben. Die heutige Mondenergie heißt Iik und übersetzt heißt das weiße Wind und bedeutet Kommunikation, sehr wichtig, miteinander kommunizieren. Aber entsteht durch diese Mondenergie eine gewisse Strenge oder Kontrolle. Und hier ist wichtig, mit diesem Wind, diese Kontrolle, diese strenge Struktur ein bisschen lockerer betrachten, elastischer betrachten und mehr zum Leichtigkeit kommen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.